Kochend vor Wut verfolgt Vegeta Son Gohan, um an dessen Dragon Ball zu gelangen. Aber als er an der Höhle ankommt, sind unsere Freunde bereits geflohen. Nachdem sie für Bulma ein Versteck gefunden haben, machen sich Krillin und Son Gohan auf den Weg zum Oberältesten der Namekianer. Wir müssen zum Oberältesten der Namekianer, damit er Son Gohans Kräfte weckt. Ach so? Da bin ich aber baff. Da verfolgt uns irgendjemand. Pass bloß auf, Son Gohan. Was? Oh, ja ist es. Vegeta hat uns gefunden. Na, ist es, Dandy. Ich werde hier auf diesen Vermieser warten und versuchen, ihn aufzuhalten. Na gut. Hau ab, du Sack. Glotz nicht so. Es überrascht mich etwas, dass du uns gefunden hast. Ich habe Fähigkeiten, von denen Weichkeks wie du nur träumt. Du bist kein gewöhnlicher Erdling. Nanu, was spüre ich denn da? Ich nehme an, mein Dragon Ball ist auch da oben. Doch, ach was? Na komm, lass uns kämpfen. Halt hier geblieben. Oh. Verzieh dich. Was ist denn das für eine Begrüßung? Diese Energie. Diesmal bin ich sicher, dass Kakarot hier ist. Ich werde diesen Verräter erledigen. Los, komm da raus! Wir müssen was klären! Ja, ist er denn völlig irre? Wie? Du warst das? Was ist da drinnen passiert? Wieso bist du plötzlich so stark geworden? Hör zu, der Oberälteste sagt, dass bald eine gewaltige Kraft aus dem Weltall auf Namek landet. Stimmt, er hat recht. Er kommt, das muss er sein. Ja, Son Gokus Raumschiff hat die Umlaufbahn erreicht. Nein, warte mal. Ist ja komisch. Da sind mehrere Kräfte. Das ist doch wohl nicht... 1, 2, 3, 4, 5. Es sind ganz genau 5. Das ist die Ginyu Force. Freezer Sonderkommando. Hey, du! Los, du Wurm, komm her! Rede! Los, spuck's aus! Wo ist der Dragon Ball, den du mir gestohlen hast? Du wirst ihn niemals bekommen. Für dich gibt es kein ewiges Leben. Sag mir, wo ich ihn finde. Wenn du jetzt redest, dann werde ich dich und deine Freunde nochmal davonkommen lassen. Mach's Fressbrett auf. Wenn das Ginyu Sonderkommando landet, ist es zu spät. Den kannst du dir verreiben. Für dich gibt es kein ewiges Leben. Hör zu, du Knallkopf. Du hast keine Ahnung, wer die sind. Die Typen, die gleich einreiten, sind Freezers geheimer Elite-Trupp. Und jeder einzelne von denen ist mindestens so stark wie ich. Außerdem sind sie zu fünft. Und ihr könnt euch ja denken, die haben Scouter. Mit denen können sie euch in Nullkammer nichts orten. Fühlst du denn ihre Energie nicht? Sie haben eine enorme Macht. Allein aus diesem Grund muss ich unsterblich werden. Er hat recht. Sie sind unglaublich stark. Wir sollten uns wirklich schnell etwas einfallen lassen. Dann ist alles aus. Wir können doch unseren einzigen Wunsch nicht für Vegeta verjubeln. Schon gut. Jeder von uns kann doch einen loswerden. Na gut, dann komm mit. Lass uns mal hoffen, dass diese Entscheidung nicht irgendwann ein Griff ins Klo ist. Hört auf zu labern und fliegt, was ihr könnt! Endlich sind sie eingetroffen, meine tapferen Krieger. Ich bin's, Rico! Bata! Die Guldo! Ich bin's, Ginyu! Wir sind die Finger an Freezer stark gehabt! Wir sind die Ginyu Force! Ich habe eure Ankunft auf Namek voller Ungeduld erwartet. Wir sind gekommen, um euch zu dienen, Meister. Sagt uns, was wir tun sollen, und wir führen den Auftrag aus. Vegeta hat es gewagt, sich gegen mich aufzulehnen. Dieser schäbige Verräter hat mir meine Dragon Balls gestohlen. Verpasst diesem miesen Taschendieb einen Denkzettel und nehmt ihm seine Beute ab. Die Dragon Balls gehören ganz alleine mir und ich will sie wiederhaben. Nichts leichter als das, Meister Freezer. Ich versuche bereits, mit meinem Scouter seinen Aufenthaltsort festzustellen.
Und er zeigt an, dass er sich hier ganz in unserer Nähe aufhalten muss. Wir haben euch einen neuen Scouter mitgebracht. Hier bitte. Wie aufmerksam. Das übliche Programm. Es ist eine Freude, unter euch dienen zu dürfen, Meister. Los, Aufwärmtraining! Wir kämpfen für Freezer! Hey, kommt! Ach du Scheiße! Ach, hallo, du Pfeife, wie geht's? Mach mal einen Bückling. Ja, die Genio Force ist nicht wahr. Wer hätte gedacht, dass das alles so enden wird? Zu spät! Scheiße, und ich war so nah dran! Das, was du da unterm Arm hast, ist bestimmt ein Dragon Ball, oder? Das ist anzunehmen. Und da liegen noch 5 andere. Meister Freezer wird mit uns sehr zufrieden sein, denn wir bringen ihm alle 7 Dragon Balls auf einmal. Die 5, die dort liegen, und die 2 von den Knirchen da. Stimmt ganz genau. Was? Hier ist er. Das glaube ich nicht. Es ist also doch kein Gerücht gewesen. Der kleine dicke Müffi da hat die Macht, die Zeit anzuhalten. Na wunderbar, immerhin haben wir, was wir wollten. Ihr könnt euch mit ihnen amüsieren, Jungs. Lasst diese Burschen und die Hölle auf Namek erleben. Seid ihr zufrieden? Ja, Captain, Sie sind der Beste! Ich muss jetzt weg. Ich bring die Dragon Balls zu Meister Freezer. Freut euch für Freezer, denn er wird das ewige Leben erlangen. Guck dir die mal an. Was ist los? Hast du plötzlich keine Lust mehr? Doch, aber die beiden halben Portionen sind doch für mich keine Herausforderung. Volle Konzentration. Lass sie niemals aus den Augen. Setz deine Energie frei! Ja! Und los geht's. Das ist wirklich keine große Sache, Kleinigkeit. Bist du bereit? Ja! Danke, Vegeta! Mach dich bereit, du Verräter! Jetzt ist es an dir, dem Sonderkommando entgegenzutreten. Deine Freunde dürfen dir von mir aus gern helfen. Ich glaube, du wirst ihre Unterstützung brauchen. Es kann losgehen! Immer noch nicht erledigt. Das war schon ganz gut, aber nicht genug. Jetzt fangen wir richtig an. Na, wer sagt's denn? Dann kann's ja weitergehen. Bravo, meinen Glückwunsch. Ihr habt die Dragon Balls schneller gefunden, als ich dachte. Das hätte ich nicht mal in meinen kühnsten Träumen zu denken gewagt. Es ist uns eine große Ehre, unserem Meister zu dienen und ihm Befriedigung zu verschaffen. Endlich bin ich an meinem Ziel angelangt. Ich werde ewiges Leben erhalten und somit unsterblich sein. Nun denn, ihr Dragon Balls, ich beschwöre eure Macht. Gebt mir ewiges Leben und ewige Jugend.
Es muss irgendeine Methode geben, mit der es funktioniert. Eine Formel, eine bestimmte Bewegung, irgendwas, das nur diese verdammten Namekianer wissen. Natürlich, es muss ein Lösungswort geben. Man braucht die Kugel und einen Zauberspruch. Ich muss ihn aus einem Namekianer herausquetschen. Sekündchen. Ich empfange zwei Signale auf den Koordinaten 8829401. Ich habe zwei Energien auf dem Schirm. Verlasst euch auf mich. Ich werde sie ausfindig machen und dann aus ihnen herauskitzeln, was wir wissen wollen. Nein, so etwas verlangt Fingernagelspitzengefühl. Ich werde selbst hinfliegen. Du wirst hierbleiben und meine Dragon Balls bewachen. Zu Befehl, Meister. Ich bleibe hier und werde sie auch ab und zu ganz lieb streicheln. Von den dreien hat mich keiner besiegen können. Wegen solcher Krücken werden wir angefordert. Hm? Ein Raumschiff? Ich frag mich, woher es kommt. Es ist Son Goku. Ja, er ist es. Er ist da. Endlich ist er auf Namek eingetroffen. Endlich ist Son Goku auf Namek angekommen. Mach dich bereit, Son Goku. Du wirst einen harten Kampf gegen die Soldaten des Sonderkommandos führen müssen, um Son Gohan und die anderen retten zu können.